Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Endsamgebirge wieder mit dem MacMopsy. Heiner. Mit dem Leo. Heiner. Mit dem Sven. Heiner. Mit dem Leon. Heiner. Und mit dem Gruppi. Hallo. So, ich bin jetzt mal in den Deutsch hier reingehüpft. Und weil wir haben, also ich habe den mit dem Leo getaucht. Alter Leo, du hast alle Türen und alles offen, was so geht, ne? Alter Schwede. So, Türen sind immer zu, das passt. Ah, jetzt bin ich jetzt Abfahrer hier, okay. 9, 10 km. 10. Machen wir 10. Alter Mopsi, ey. Das Ding verreckt gleich. Kannst du mir das S-Lenkrad kaufen? Dann hast du das Problem nicht mehr. Besser nicht. Das hat eigentlich nur Fehler. Anstatt Force Feedback. Nee. Ja, Force Feedback hast du nicht, das stimmt. Da muss man auf ja, aber ehrlich das zugeben. Läuft ja mit Federn, ne? Zum Zurückstellen. Also Zentrierung. Wahrscheinlich, ja. Ja, muss es ja, wenn es keinen eigenen Motor hat. Genau. Muss es ja eigentlich. Stimmt, jetzt sagst du was. Darfst du das da vorne? Ja, weiß ich nicht. Der Witz. Werner, du bist dran da. Ich bin weg.de. Bist du voll? Na gut. Ja, ich bin immer voll. Immer voll. Läuft. Immer voll in der Aufnahme. Voll auf dem Gas. So. Oh, da hat er den Bosch. Da hat er die Kante nicht erwischt. So. Beste Vollgas? Ja, ne? Leon? Ja. Sehr gut. Ah, ist das schön. Da kann ich mal was trinken jetzt. Ah, jetzt habe ich ja ein bisschen Zeit. Leo, läuft bei dir? Jo, läuft super. Sehr gut. Gruppi, läuft bei dir? Jo, läuft. Auch gut. Sven? Ja. Alles gut? Jo. Sehr schön. Ja, kann man ganz beruhigt arbeiten, ne? Shut up. So. So einen mobilen Saatgut zu bringen haben wir nicht, oder? Nee, können wir uns nicht leisten. Tut mir leid. Man braucht hier ganz schön viel Korn. Ja, ja. Das stimmt wohl. Wenn wir hier fertig sind mit Abfahren. Achso, nee, kann ich jetzt gar nicht versprechen. Ja, wir werden diese Folge sicher noch damit beschäftigt sein, hier abzufahren. Dann haben wir noch zwei, drei Leute, die dir dann helfen werden, anzusehen. Beziehungsweise sind wir eigentlich alle arbeitslos oder fast alle arbeitslos, wenn wir mit dem Häckseln fertig sind. Bis auf den Leo. Passt, wir haben ja 4 Sämaschinen und einen Grubber. Genau, und einen Dünger. Teuer. Ja, doch nicht arbeitslos. Läuft. Ja. Arbeit gesichert. Oh mein Gott. Läuft. Bin schon da. So, 10 km/h, das ist immer ein bisschen. Leo, wir müssen unbedingt den Fliegel raushauen. Der wirft Arrows ohne Ende. Ja, okay. So, 55%. Das MacMopsy-Dings muss man gleich wieder da sein, oder? Ja, ich bin Feisel. Fahr mal ein bisschen vor, Werner. Ja? Was tragt ihr hier? Wir spielen Dreh dich. Ah ja. Das haben wir so gelernt. Oh mein Gott. Du kannst ja wahrscheinlich nicht durchfahren, ne? Fährst du rechts rum? Ja, ich fahre jetzt nicht zurück mit 2 Drehschirmen. Ist das ein bisschen, Jetzt Moment. Spiele hier Katze und Moment, Maus, oder Moment, 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 Moment. So, jetzt aber. Bin ja schon da, ne? Bin ich dann mal gespannt. Oh, Alter. Wie das dann an der BGA aussieht. Zu viel. Da haben wir auf jeden Fall einiges zu schaufeln. Ja. Ja, das ist ja gut so. Das ist ja gut so.
Das heißt, unsere Kühe sind jetzt auch sehr gut versorgt. Das ist schon mal sehr geil. Weiß zwar nicht, wo... Fällt 10 dann auch in eine BGA schmeißen oder wollen wir das am Hof für die Kühe dann nehmen? Für die Silage? Liegt da noch was? Am Hof? Achso, nee. Jetzt wäre nicht eine gute Idee, oder? Ja, weil dann bräuchte man das nicht jedes Mal rüberfahren von einem BGA, ne? Weil früher oder später brauchst du sowieso mehr Silage am Hof. Eben. Das können wir, weiß ich nicht, wie viel. Wir können auf alle Fälle. Ja, ich weiß nicht. Oh mein Gott. Ja, ist doch okay. Nee. So, mach die weg.de. Nee, wir fahren das runter, ist besser. Wir fahren das runter. Hallo Leo. Hi, ne? Oh! Boah, das leckt voll, ne? Nee, bei mir nicht. Bei mir hat das gerade übelst geleckt. Könnt ihr mich jetzt nicht beschweren? Schon weil Leo gerade Licht angemacht hat. Glaubst du? Hm? Ich hatte das mal mit so einem wackeligen Boden, hat ausgesehen, dass wieder Boden vibrieren würde. Ja, Leo das Licht angemacht hat. Ja. Das ist ein altbekannt, ja. Aber ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Hast mal Allrad ausgemacht, das Ding schluckt hier wie sonst nichts. Aber die Anhänger sind auch schon schmutzig. Geil. So, jetzt werden wir seit lange wieder mal den Sven sehen. Hm. Der vegetiert da. Mit seinem Schlüter. Oh, alter Schwede, ist schon. Läuft. Ja. Wie haben das denn die anderen gemacht? Einfach auskippen oder was? Ja. Dann im Silo gewendet. Möglichst nah an eine Seite ranfahren. Was ist denn heute? Freitag, ne? Nee, heute ist Donnerstag. Donnerstag. Ah. Oh, ist doch zu früh fürs Wochenende. Schade. Schade, ne? Denkt man das immer Montag. Schade, dass nicht schon wieder Freitag wäre. Ja, echt. Aber man kann nicht alles haben. So, der Güllebot füllt sich. Aber er wäre auch langweilig, ne? Ganze Woche nichts tun, ist auch kacke. Ja, stimmt, das ist auch langweilig. Noch eine Bahn. Ja, und dann geht's zu Feld 10. Dann Feld 10. Wobei, das ist überschaubar. Ja. Feld 12 ist auch Mais, aber wir haben kein Geld dafür. Weil ich glaube, den Kredit haben wir schon voll ausgeschöpft. Ja, wir haben kein Geld dafür. Das ist nun mal so. Gleich hier. Fußballfans und uns? Ja. Ja, nee. Heute Donnerstag, ja, natürlich ist ja heute hier Halbfinale Deutschland. Ja. Deutschland kommt ins Finale, sag ich. Jo, genau. Ja. Bestimmt. Ja, genau. Werner ist doch erst leider weg, gell? Ja, Werner, genau. Werner ist eigentlich aus dem Flug. Also für mich ist das, ich guck das nicht mehr, weil die falschen Mannschaften dabei, ne? Es sind solche Mannschaften mit wie Italien dabei. Hä? Nee, Italien ist nicht mehr dabei, oder? Nein. Italien ist doch rausgeflogen gegen Deutschland. Ey, aber das war auch eine knappe Kiste, ne? Oh ja. Ja, also so gut würde ich jetzt nicht mal sagen, dass die Deutschen drauf sind. Boateng hätte der Pechkönig der EM werden können, wenn er verschossen hätte. Moment. Schau mal auf die 10, ne? Jo, ich komme auch an. Wollt die ganze 10, sag ich mal, in die Silo beim Hof einlagern? Nee, das kommt alles hoch. Okay. Also müssen wir am Hof wieder separat festfahren und die in die Mitte schieben. Das ist so ein Kack. Wo ist denn der Mopsi hin? Ja, Alter, der ist einfach abgehauen, ne? Sofort, warte. Ich hing hier gerade. Ey, wo ist denn der Typ? Da hinten? Okay. Einmal außen rum. Ja. Yep. Auf alle Fälle. So, Knallgas. Knallgas. Steht. Dauert ein bisschen, bis es ankommt. Achso, ihr fahrt so. Okay, ist auch okay. Läuft. Du hast Warmblinker an, kann das sein? Ich glaube, der Warmblinker geht automatisch ein, wenn Leon fährt. Macht man eigentlich auf dem Feld, ne? Ui, da kommt die V2.
gucke hier mal rum mit meinem 10. Ey, ohne Witz, ne? Mopsi, warum ist dein Hänger nicht schmutzig? Weil der neu ist. Achso, okay. Ja gut, das kann sein. Ich hab mal vier Touren gefahren damit. Ah. Kann man eigentlich noch einen Aufbau dran machen an den Didam? Nee, ne? Weiß kann man nicht. Nur so machen und dann fertig. Ich glaub, ja. Oh, weg die. Boah, Knallgas, Junge. Das ist genau, wenn MacMops hier da in eine Kurve reinfährt. Ja, von einigen mein Mikro, das hängt schon so weit weg, ey, das kann das eigentlich schon gar nicht mehr aufnehmen. Naja. So, Leon, jetzt haben wir gleich ein Problem. Ich komme einfach zu dir rüber gehuscht, ne? Macht er. Alter, wer hat dir Bäume mitten ins Feld gemacht? Das geht doch nicht. Der Map-Ersteller. Das geht doch nicht. Wir könnten ja auch mal in die Forstwirtschaft eingehen. Ja, wenn wir Geld haben. Eine Kettensäge haben wir ja schon. Ja, aber willst du die Bäume raustragen aus dem Wald? Genau. Sollen bei manchen Ecken. Neu. Sollen wir dafür noch die Frontlader behalten, oder? Nee. Okay. Ja. Da können wir gerne mal machen, aber später. Das ist ein arbeitsloser Sven. Oh nee, Sven. Ich arbeite jetzt hier. Komm. Ihr habt jetzt immer so einen weiten Weg. Das dauert nicht so lange. Ach, ey, wir sind genau nebenan. Ja, so als wie eine halbe Stunde Pause hätte, ne? Pause machen wirst du nicht bezahlt. Falsch, aber generell nicht bezahlt. Genau, das ist ja das. Ja, zumindest haben wir ein Dixi-Klo hier. Ist auch schon was? Ja. Hast du es gerade Weizen abgehäckselt? Dixi-Klo muss mal entleert werden. Ja. Du bist ja ein schlimmer Finger. Du kannst ja rübertragen mit einem Eimer eine Güllebrühe. Hast ja Zeit, sagst du. Ja, klar. Zeit hat er. Lust hat er nicht. Ja, Scheiße von Leo packe ich aber nicht an. Hat er nicht gesagt, ne? Was? Leon, fahr rüber! Wohin fährst du? Ohne Witz. Was machst du da eigentlich? Ja. Wegen dem Baum konnte man nichts sehen. Komm nicht vom Fleck. Hilfe! Jetzt geht's. Oh, ich muss ein bisschen größere Kurve fahren, weil sonst habe ich gleich das Hausdach im Hänger. Passt das? Jo, das passt. So. Wer ist jetzt einmal Mitte durch? Besser wär's. Leon, wie fährst du jetzt? Sag mir das. So, genau so, links. Weiß okay. Nicht, es redet nicht mit mir. Ich bin da, ich fahr hinter dir. Ah ja, du bist schon griffbereit, das ist gut. Boah, Alter. Nee, noch nicht. Noch ist doch zu früh zum Hupen. Ich hab nicht gehupt. Meine Hupe hört sich anders an. Ja, das ist so. Ich fahr jetzt. Oh, schön, dann kann ich hier rausfahren. Guck, das passt. Oh, mit 3 Meter hier bist du ja schon ganz schön lange unterwegs. Ja, ja, das stimmt schon. Hallo Leo. Der Leo mag mich heute nicht. Der redet nicht viel, ne? Nee, der redet nicht viel. Blubbert der ihr drei schon so viel? Ach, hör auf, Ruby. So, Sven, die nächste Fuhre kommt. Super. Freust du dich schon? Ja. Gut. Beste Pause auf dem Dixi-Klo, sagt er. Schon wieder? Ich glaube, das Dixi-Klo ist das einzige Ding, was an der BGA stinkt.
Ja. Das auf jeden Fall. Mensch, kannst du auch einen Balken über eine Güllegrube machen. Klar. Hallo, 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 hallo. Ja, ich sehe schon, der Leon, der wurde vor zu viel von. Der Leon wurde vom Leo gedrillt. Das sehe ich schon. Nee. Einfach nur nee. Ein paar Livestreams reichen schon. Wenn hier auf dem Silo drauf ist, merkt man richtig, wie das ganze Silo nach vorne geschoben wird. Ja gut, immer mehr, ne? Hast du schon 50%? Ja, 52 jetzt. Ah, okay. Läuft. Gut, wir sind wieder fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde uns sehr freuen. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge Ends. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Reingehauen. Ciao.